Alles klar, da bin ich wieder. Und es scheint funktioniert zu haben, weil ich habe den kleinen Kevin gerade schon labern hören. Nur ich möchte das natürlich aufgenommen haben. Weiß nicht, ob er jetzt nochmal redet. Aber ich wollte es auf jeden Fall versucht haben. Ah, diese Kackviecher hier, Mann. Viele Viecher hier auf einmal wieder sind. Alter! Nein! Hau ab! Scheiße. Ach Mann! Haut ab! Macht euch doch weg einfach alle. Und noch einer! Woo! Geil! So. Das war's jetzt aber. Okay, nice. Wir kriegen zumindest viele Teile. Wo ich noch nicht weiß, was das bringt. Beziehungsweise was die bringen. Aber gut, wir nehmen sie mit. Und da ist er. Boah, ist das bitter, Alter. Ich dachte erst, dass seine Eltern keinen Biomarker haben und deswegen da nur sicher sind an diesem Chemiegebiet, aber nein, nach Zombies. Alter. Wir müssen. Hör mal, diese zwei. Du weißt, dass du. Sprichst du von meinen Eltern? Also, das ist. Das sind deine Eltern? Hab ich doch gerade gesagt, oder? Mama, Papa, guck mal, wer hier ist. Ich sagte doch, er wird nicht die Vorräte nehmen und abhauen. Ich weiß, ihr habt Hunger. Oh, so ist bitter. Wir müssen ihm helfen. Der Junge scheint nicht drüber weggekommen zu sein, dass seine Eltern sich verwandelt haben. Und wenn er nie damit klarkommt, dann wird er, denke ich mal, ein ganz, keine Ahnung, wie heißt das? Er entwickelt eine Psychose, heißt das so? Ich denke, man weiß, was ich meine. Er wird auf jeden Fall nie wirklich damit abschließen können, dass er seine Eltern verloren hat. Und immer von diesen Viechern da behaupten, dass es seine Eltern sind. Also es könnte sehr, sehr schädlich für den Jungen sein, wenn wir ihm jetzt nicht helfen, damit klarzukommen. Hör mal, Kleiner. Du weißt, was es bedeutet, wenn sich jemand verwandelt, oder? Glaubst du, ich lebe unter einem Felsen? Natürlich weiß ich das. Gut. Also, deine Eltern, sie sind nicht mehr unter uns. Sie haben sich verwandelt. Unmöglich! Guck! Hey, Papa! Hast du Hunger? Sie sind Virusträger. Das könnte gefährlich sein. Ich kann mit ihnen umgehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Geschäft. Ich sag dir ja, wenn ich dich für die Mission anheuere, bezahle ich dich auch. Hast du das Essen? Ja, okay. okay. Hier. Ja. Großartig, danke. Er kann es zumindest gut Hier, gebrauchen. Mama. Hier, Papa. Guten Appetit. Tschüss. Bis morgen. Keine Sorge. Ich komme dann wieder, um euch zu füttern. Und hier, für dich. Das ist die Superwaffe. Mein Papa wird sie nicht mehr brauchen. Nochmal vielen Dank. Meine Eltern sind auch dankbar, wie du siehst.
Also, mir scheint es schon klar zu sein, dass er seine Eltern verloren hat. Nur er konnte damit bisher noch nicht wirklich abschließen. Okay, respektiere ich. Was eine bittere Welt. Holy shit. Na gut, Leute. Ich würde hier gern... hier. Hier ist das Treppenhaus. Dann lasst uns mal weitermachen. Mit den einzelnen Orten, die wir noch besuchen wollten. Ach, hier wollten wir hin, genau. Und natürlich auch zum Windrad. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um die Quest. Moment, da ist ein unbekannter Ort, ne? Da ist ein unbekannter Ort. Kann man den von hier aus erspähen? Nein. Na nicht. Ah, Moment. Aber wir haben Quest, beziehungsweise neben Quest 1, haben wir markiert. Die ist direkt hier. Sehr schön. Dann. Okay. Ja. Nee. Schon hier hoch. Und dann da hoch. Alles klar. Würde ich sagen. Suchen wir mal. Bisschen. Ah. Ja, jawoll. Schön. Und was ist das hier? Finden Sie Marco, den Wasserlieferanten. Haltet die Klappe. Was? Du bist so am Arsch. Nee, nix da. Alter, das ist eine geile Waffe. Ciao. Boah, Alter, haben wir dem in die Fresse getreten. Ja, komm. Dann spackt das hier so rum. Der lebt noch? Ach, komm schon, Alter. Hallo. Ey, was soll das denn, Mann? Wie er da wieder runterfällt. Also irgendwie finde ich das noch nicht ganz so geil, muss ich sagen. Komm, mach dich ab hier. Mach dich ab. Schau, ne? Alter. Okay. Wir haben nur noch eine Arznei. So ein Bullshit. Aber gut. Dann müssen wir halt wieder neue Sachen sammeln. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen öfters auf diese komischen Gärten achten. Dass wir da dann neuen Honig und neue Kamille mitnehmen. Und ich denke, wir können auch wieder ein bisschen was fertigen. Ja, hier, guck mal. Das Wurfmesser, okay, Dietrich. Ich glaube, ich mache mal ein paar Dietriche. So, 5 Stück reichen erstmal. Und Arzneien. Können wir 2 Stück insgesamt herstellen. Okay. Upgrade-Stufe, was heißt das? Was heißt diese Upgrade-Stufe? Können wir den Blueprint mehrmals finden und dann die Sachen upgraden oder wie? Hm. Wir haben auf jeden Fall hier noch einen Kampfpunkt. Übersprungkrafttritt. Fügen Sie Ihrem Sprungtritt Kraft hinzu und lassen Sie Ihre Feinde fliegen. Okay. Wenn Sie hoch in der Luft sind, okay. Also, es schleudert die dann einfach echt gut weit weg und macht mehr Damage, wahrscheinlich. Schädeltritt, zerschmettern Sie die Schädel am
Boden liegender Feinde. Alter! Holy shit. 180 Gesundheit erforderlich. Okay. Ah, okay. Also müssen wir tatsächlich ein paar Sachen noch in Gesundheit stecken. Damit wir... Ah, wir haben nur einen Hemmstoff gefunden, okay. Damit wir hier dann den Tree upgraden können. Okay. Kraftangriff. Und nicht hier Krafttritt. Kraftangriff. Okay. Der mehr Schaden verursacht. Feindliche Angriffe unterbricht und blockt. Was? Ich glaube, er meint feindliche Angriffe und Blocks unterbricht. Ich glaube, so ist das gemeint. Perfekte Parade. Führen Sie einen perfekten Block aus, damit Ihre Gegner längere Zeit taumeln. Aha. Und Zeitlupe wird aktiviert. Okay, nice. Perfektes Ausweichen. Ich denke, wir werden uns den Kraftangriff nehmen, weil wir hatten schon öfter die Situation, wo jemand geblockt hat, ich dann zuschlagen wollte, es dann einfach abgeblockt wurde. Okay, finden Sie Marco, den Wasserlieferanten. Hä? Ist der das oder was? Nee, Moment mal, was ist hier los? Chance zu finden. Ah? Was Chance zu finden? Was ist das? Hä? Und was? Warum ist das jetzt nicht markiert? Oder warum können wir das nicht markieren? Leute, das hier ist Sarah. Da unten. Okay. Ah, ich war anscheinend schon wieder blind. Ach Mann, ey. Diese Geschichten sind so cool. Aber wie gesagt, wir werden dafür nicht wirklich Zeit haben im Let's Play. Schade, ich weiß. Aber wenn ihr diese kleinen Geschichten mitbekommen wollt und noch mehr erkunden wollt, dann könnt ihr euch das Spiel auch kaufen. Jo. Empfehlen ist es zumindest. Das richtige ist Deutsch? Ja, doch. Empfehlen ist es zumindest das Spiel. Macht ziemlich Bock. Klar, sonst würde ich es ja auch nicht mehr spielen. Aber dann könnt ihr euch auch etwas mehr Zeit lassen für das Ganze hier. Könnt die ganzen Quests selber spielen. Könnt das Spiel nochmal selber spielen, wie auch immer. Und könnt die ganzen Nebenstories auch mitbekommen. Ah, okay. Oh, wir haben den Ziegel noch. Nice. Und selber spielen macht natürlich auch immer mehr Bock, als einfach nur zuzuschauen. Ah, komm. Haut ab. Ja,
Au. Aber ja. Wir haben schon wieder keine Ausdauer mehr. Wie Aiden einfach so null Ausdauer gefühlt hat. Okay. Das war's. Ah. Ey. So, jetzt aber. Oh. Eine Molly. Honig, Kamille. Sehr gut, sehr gut. Und was haben die noch bei sich? Bisschen Geld. Ja, gut, das war's aber auch schon. Hä? Sind wir nicht raus? Okay. Und wo ist jetzt der Wasserlieferant? Irgendwie konnten wir da nämlich nicht lang. Ich denke nicht, dass da unten noch was war. Okay, Mehl. Okay, gut. Der scheint hier irgendwo im Gebäude zu sein, aber wo genau will uns das Spiel nicht sagen. Vielleicht hier im Schrank? Nein, natürlich nicht. Ich denke, der wird schon hier unten sein, oder? Aber Moment, vielleicht hier. Ich bin ja direkt runtergegangen. Vielleicht ist er hier. Ja, das sieht schon deutlich belebter aus. Können wir den Schrank verschieben? Nein. Warum hat er sich jetzt da so komisch dran vorbeigeschoben? War doch nix. Ist halt nichts. Beziehungsweise niemand. Ja, gesagt. Hier auch nicht. Ah, Moment. Hä? Was zum Teufel? Also... Heute habe ich irgendwas mit den Augen, oder? Kann das sein? Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Nee, nee. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du vergiftetes Wasser verkaufst, mein Freund. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Ja, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht? Also gut. Ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut. Abgemacht. Alles klar. Dann los. Obwohl wir die Infizierten gerade schon gekillt haben. Aber gut, wir... Nein, Aiden, runter, geh runter, du Drecksau, Alter. Boah, nervt das, ey. Was ist das für eine Scheiße? Boah, Alter. Der starke Angriff. Holy shit. Der kloppt aber richtig rein. Oh, das ist jetzt der Klempnerhammer, ne? Ja, Mann, der ist geil. Der ist geil. So. Mach dich mal ab hier. Und dann zu.
Ja, alles klar. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallte, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ah, no. Verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich hab mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Was ist mit Julian? Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Nee, Mann. Ganz ehrlich, ich brauche kein Mehl. Sei einfach ehrlich und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Wir müssen ihn fighten. Die er nicht getan hat. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Ja. War mir ziemlich klar. Alter! Das kann ich auch. Neuerdings. Oh. Ich brauch so eine Scheiße nicht. Holy shit. Du entkommst nicht, Arschloch. Scheißdreck. Er gibt auf jeden Fall ziemlich harte Schläge. Komm, komm, komm. Mach. Okay, Leertaste. Das ist immer in ganzen Spielen ist es immer unterschiedlich, wie man ausweicht. Deswegen muss ich erstmal nochmal schauen, wie man hier überhaupt ausweicht. Alter. Boah, Alter. Ach, komm schon. Er war an der scheiß Wand. Er konnte gar nicht ausweichen. Hau ab. Nee, ich hab ihn zuerst getroffen. Er sollte eigentlich nicht mehr zuschlagen können. Zack. Und zack. Und zack. Da ist er weg. Okay. Ich sollte echt nicht so oft die schweren Angriffe benutzen. Okay. Na gut. Aber aus solchen Dingern lernt man. Oh, cool. Das gefällt mir. Die Physics davon. Ah, oh.
Obwohl, das sah gerade etwas komisch aus. Irgendwie gefällt mir das Wasser, aber es passt nicht ganz zum Stil des Spiels, finde ich. Ah, okay. Was soll's. Immerhin haben die es geschissen bekommen, ihr Wasser einzuprogrammieren. Eins. Erstatten Sie den Bazar-Bericht. Finden Sie Hans den Jäger, bevor er das vergiftete Wasser trinkt. Machen wir das doch zuerst. Und gehen wir dann in den Bazar. Also, let's go. Nee, aber komm. Wenn man einen Fehler... Hallo? Was soll die Scheiße? Wie viele Bugs gibt es hier denn in diesem Kack-Game? So langsam nervt es. Okay, da unten liegt noch irgendein Vieh. Gut. Holy shit, was soll das denn, Mann? Als ob die es nicht geschissen bekommen. Scheiß Spiel vernünftig zu machen. Und hier schon wieder, oder was? Geh da jetzt hoch. Alter. Unfassbar, Alter. Oh. Wo ist der? Wo ist Hans, der Jäger? Oh, hier ist die Windmühle direkt. Okay, dann können wir uns darum auch direkt kümmern. Okay. Ey! Trink das Wasser nicht, Bruder. Er ist wahrscheinlich schon infiziert. Oh, first try, let's go. Ey, das Wasser ist nicht so gut. Halt, trink das Wasser nicht. So spät. Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Oh. Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen bei diesem Militärturm. Ein paar hundert Meter westlich von hier. Oder er ist bei den Höfen. Ich gehe zum Turm. Du gehst zu den Höfen. Schnell. Warte, warte. Huh? Nimm den Alk mit, falls er schon was von dem Wasser getrunken hat. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Okay. Ich nehme ihn gerne. Ne, wir werden ihn natürlich an Hans übergeben. Na, ja, obwohl, vielleicht ist sogar ein kleiner Schluck drin. Wer weiß. aber jetzt erstmal. Ah, hier. So, hier kommen wir raus und zwei ist da. Let's go. Ja, nice. Genau solche Sprünge will ich haben. Solche Dinger, die auch machbar sind. Oder solche Stellen. Die sind so nice. Wo man einfach vernünftig parkouren kann. Aber im letzten Part hatten wir ziemlich oft die Situation, dass man nicht wirklich weitergekommen ist. Über die Dächer. Was? Hans? 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 Da oben ist er. Ah. Da können wir hoch. Ja, komm. So. Über die Leitungen hier. Let's go. Hey, yo. Hans? Bist du Hans? Was willst du? Hast du was von dem Wasser getrunken? Allerdings habe ich das. Schmeckt wie Pisse.
War vergiftet, Bro. Ach, scheiße. Das war vielleicht vergiftet, Hans. Ein Schluck. Dann habe ich den Rotz ausgespuckt. Muss die Flaschen schon wieder verwechselt haben. Was soll's? Was soll's? Bist du immer so entspannt, wenn du dich vergiftet hast? Wen juckt's? Meine Frau nicht, wetten? Die liebt mich doch nicht mehr. Hm. Da ist dein Alk. Nimm. Deine Frau hat gesagt, sauf. Nun trink schon. Scheißdreck. Was? Das hat meine Frau gesagt? Meine Anna? Sie glaubt, der Alk ist stark genug, um das Gift aus deinem Körper zu blasen. Ha! Meine Frau? Also liebt sie mich doch noch, obwohl sie immer nur stichelt und rumäkelt. Und da sagt man, Romantik ist tot. Hier, dafür, dass du mir den Tag gerettet hast. Okay. Und vielleicht das Leben. Brauchst du Hilfe beim Rückweg? Nee, mir geht's gut. Ich und mein Fläschchen Alk hier haben noch einen wichtigen Termin. Was ist mit den Leuten los? Die sind... Auf einmal sind die Situationen so übermäßig sentimental einfach nur. Was sind das für komische... Was sind das manchmal für komische Dialoge? Ja, okay. Ich fühle das mittlerweile echt nicht mehr. Und hoffe, dass sich das noch drastisch bessern wird. Weil irgendwie ist das Spiel... Es ist gut. Es ist gut gemacht. Aber die Dialoge und diese komischen Bugs dann hier die ganze Zeit... Ach, geh da richtig hoch oder geh einfach wieder runter. Oh, wie das nervt. Also die Dialoge, beziehungsweise auch manchmal hier die... ja doch, eigentlich war es nur bei Dialogen, wo es so komisch war, ne? Beziehungsweise halt auch die Bugs sind... Keine Ahnung, das macht das Spiel irgendwie ein bisschen kaputt. Obwohl es eigentlich echt verdammt gut ist. Na gut. Wir können, wie gesagt, nur hoffen, dass es sich bessert. Und jetzt gehen wir erstmal zum Bazar zurück. Scheiße, ich habe die Windmühle vergessen, ne? Ah, Moment. Ja, wir brauchen sowieso 160 Ausdauer. 140 haben wir. Nee, ich glaube, dann können wir das knicken. Ich glaube, 160 ist so das, was mindestens benötigt wird. Ich glaube, selbst dann wird es knapp. Also, lassen wir einfach. Komm. Ja, ja. Wissen wir ja. Bei den GRE-Gebäuden werden wahrscheinlich immer im Stoffbehälter drin sein. So. Und wir sind fast beim Bazar. Oh, eine Quest ist da oben. Okay. Die markiert. Ja. Hä? Was? Belohnungen? Was ist das? Keine Ahnung. Ich wollte die Quest eigentlich gerade erstmal liegen lassen. Und sie zum späteren Zeitpunkt annehmen. Deine Ladung Bücher auf dem Rücken eines Esels. Ja. Verdammt. Ja. Aber eigentlich können wir sie auch direkt mitnehmen. Was ist hier los? Hallo, ich bin Henkel. Dieser Schüler hier wollte mehr über meine heutige Unterrichtsstunde wissen. Über die Schusswaffen, die in Villador konfisziert wurden. Und was danach passiert ist.
Er will eine Kerze am Ort des März-Massakers anzünden. Okay. Das März-Massaker? Ja. 64 Menschen sind an dem Tag gestorben. Alles klar. Ein reines Blutbad. Ja, ich merk's. Wenn du mehr wissen willst, dann geh hin und schau es dir selbst an. Aha. Und warum darf er die Kerze nicht anzünden? Warum kann er nicht? Während der Schulzeit darf niemand das Gebäude verlassen. Kinder sollten nicht allein auf dem Basar herumspazieren. Ich dachte, du machst dir eher Sorgen, dass sie in eine Dark Zone fallen könnten. Ach, die Kids von heute sind zu schlau, um in ein doofes Loch zu fallen. Wie auch immer. Könntest du für ihn eine Kerze anzünden, junger Mann? Vielleicht lernst du selbst auch was dabei. Klar. Wobei ich in Geschichte immer mies war. Geschichte ist langweilig, wenn dir jemand darüber Vorträge hält. Ja. Faszinierend wird es, wenn du sie selbst anfassen kannst. Anfassen? Das stimmt. Ja. Nimm die Kerze und geh zum Denkmal des Weltkunstkongresses. Oder was davon übrig ist. Ist nicht weit weg. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Du wirst sehen, um was es in meiner Stunde heute ging. Okay. Aber das ist auf jeden Fall wahr. Ich fand Geschichte auch immer super öde. Aber wenn man dann auf so einer Exkursion ist und irgendwie in so einem, keine Ahnung, sagen wir, zumindest Museum. Man ist zumindest in einem Museum und kann sich das Ganze anschauen. Am geilsten ist es natürlich, wenn man an irgendwelche Orte geht, in irgendwelche Ruinen und so weiter. Und dort dann an diesem Ort ist, an dem die Sachen damals passiert sind, das ist eine ganz andere Welt. Ist viel interessanter, aber Exkursionen haben wir leider echt nicht so oft gemacht. Echt ziemlich kacke, weil ich fand solche Exkursionen immer mega cool, weil es hat einfach alles viel interessanter gemacht. Man konnte sich dann die Sachen anschauen, dann wurde dann erzählt, yo, hier wurde, keine Ahnung, hier war der und der Angriff, was auch immer. Und dann konnte man sich das anschauen, das, diese, sagen wir mal, Ruine zum Beispiel. Und konnte sich dann ausmalen, wie das damals war, konnte sich ein paar Gedanken darüber machen, konnte, Mann, ja, ist ja gut, ich bin gerade am Erzählen. Konnte einfach darüber fantasieren, wie das damals war, wie irgendein Angriff, zum Beispiel auf mein Beispiel jetzt angewandt, auf irgendeine Burg passiert ist. Ist schon cool. Ist schon viel cooler, als dann da zu sitzen im Unterricht und einen dann gesagt zu bekommen, ja, das war dann und dann und dann kriegt man irgendwelche Jahreszahlen ins Gesicht geworfen. Langweilig. Langweiliger Schrott. Einfach auf eine Exkursion gehen, da ein bisschen Geschichte zum Anfassen machen und dann sieht das Ganze viel anders aus. Direkt viel anders aus, besser gesagt. Warum wird das hier so komisch angezeigt? Das sind 2 Meter. Das sind gefühlt 0 bis 1 Meter. Aber es werden trotzdem 2 Meter angezeigt. Okay. Irrelevant. Absolut nicht wichtig. Aber ich wollte es trotzdem mal kurz ansprechen. Bevins Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte. Alles klar. Sag ihm, dass ich das nicht war. Ja, und was hab ich davon? Was soll ich davon haben? Ein reines Gewissen? Also, ich dachte, von einem Pilger kann ich mehr erwarten. Elton, bitte. Mach kein Geschäft aus der Sache. Es sind Leute gestorben. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Ja. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord.
Würdest du das vor dem Rat des Basars beschwören? Ja. Ja. Wo ist der Lieferant? Tot. Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist Abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit Gips gestreckte Mehl? Hä? Nein. Wo hast du denn das gehört? Oh, ja, also einmal, aber... Behalt deinen Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Bevan, was passiert ist. Alles klar. Nice. Schöne Nebenquest. Und da war jetzt tatsächlich auch mal wichtig, was man auswählt. Man konnte quasi über den Tod eines Charakters entscheiden. Das war cool. So hätte ich das auch gerne öfter und nicht einfach so, ja. Du hast jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten, aber es macht quasi keinen Unterschied, was du auswählst. Das war echt nice. Suchen Sie Barney nachts. Okay. Gut, ich denke, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Würde mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen bedanken. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.